Hallo aus Zürich, ich bin die Franziska und hier kommt das von Katzu bereits angekündigte PET-Flaschen-Video. Und dies ist eine super Gelegenheit, um euch aufzuzeigen, dass es bei der Fermentation viele Wege gibt zum Ziel. Das Wichtigste ist, dass ihr die Theorie versteht und dann könnt ihr eure eigenen Entscheidungen treffen. Wie ihr auch schon gehört und gelesen habt, haben Katzu und ich einige Differenzen bei der Flaschenwahl zur Getränkefermentation. Ich bin nicht wie Katzu, ich bin keine Flaschenflüsterin. Ich verstehe nicht, wann diese Flaschen gut sind. In einer Glasflasche. Mir ist auch schon eine explodiert bei einem Ingwerbier. Und deshalb verwende ich jedes Mal bei der Getränkefermentation mindestens eine PET-Flasche, weil bei PET-Flaschen kann man nämlich den Druck spüren. Also wenn diese Flasche sehr hart ist, dann weiß man, dass der Druck in der Flasche sehr hoch ist und dass hier nun genügend Bläschen drin sind, genügend Kohlensäure, damit es trinkfertig ist. So mache ich es. Ich habe manchmal auch noch andere Flaschen. Also hier habe ich jetzt diese zur Kontrolle und hier habe ich eine Kombucha-Flasche, wo ich den Rest meines Erbesodas reingefüllt habe. Aber wie gesagt, ich überprüfe hier den Druck. Wenn die steinhart ist, weiß ich, dasselbe ist der Fall hier drin und dann tue ich sie in den Kühlschrank. Sehr wichtig, wenn man mit PET-Flaschen fermentiert, verwendet nur PET-Flaschen, die gemacht sind für kohlensäurehaltige Getränke, weil nur diese halten wirklich diesen enormen Druck aus, also keine Saftflaschen oder ja, ähnliche Eisteeflaschen oder Saftflaschen und so weiter.